Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL, der Talk. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit mir an meiner Seite wie immer unsere Expertin Julia Simic. Hi. Hallihallo. Ja, die aktuelle Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende. Zwei Spiele sind es noch und eine Sache ist noch offen, die noch entschieden werden muss, nämlich wer schafft den Champions League Platz 3 in der Tabelle. Aktuell Turbine Potsdam auf Platz 3 und Eintracht Frankfurt mit 3 Punkten knapp hinterher und deswegen freue ich mich sehr heute, Lara Praschnika begrüßen zu dürfen, mit der wir heute natürlich auch über das anstehende Duell reden wollen. Hallo Lara. Hi Lara. Hi. Wie heiß bist du auf das Spiel am Samstag? Ja, sehr heiß. Ja? Ist schon ein bisschen Nervosität auch dabei? Na ja, ich glaube schon. Wir hatten jetzt schon eine Woche, um uns zu vorbereiten und jetzt noch eine Woche. Aber ja, jetzt ist der Endspurt da und davor trainieren wir jetzt die ganze Zeit und ich bin gespannt, was am Wochenende kommt. Ja, das glaube ich. Wir wollen gleich noch mal ein bisschen intensiver über das Spiel reden, aber vorher erst ein bisschen über dich. Und da hat Julia sich natürlich mal wieder, wie bei allen unseren Gästen, so ein bisschen in deinem Umfeld umgehört. Was hast du so rausgefunden? Ja, viele nette, lustige Geschichten auch über dich gehört, Lara. Ich habe mit ein paar Nationalmannschaftskolleginnen auch gesprochen und auch welchen von Frankfurt. Und die sagen alle, dass du als sehr direkter Typ gilt, auch lauter Typ, so ein bisschen die Partykanone. Du singst immer viel, irgendwie gefühlt ist immer Musik auch um dich herum. Wie kommst du so ein bisschen mit der deutschen Mentalität auch klar? Lustig. Ich bin jetzt schon 6 Jahre hier. Ich habe jetzt schon ein paar Leute hier kennengelernt und ich glaube, Jahr nach Jahr wird es einfacher. Jetzt habe ich mich direkt hier eingelebt und ich habe jetzt keine Probleme mehr, mit Leuten gut umzugehen. In Frankfurt sind auch alle sehr freundlich, sehr nett und offene Typen und deswegen ist es nicht so schwer für mich. Also war es für dich eigentlich ein leichter Einstieg hier oder am Anfang ein bisschen schwierig auch noch mit der Sprache? In Frankfurt auf jeden Fall einfacher als in Potsdam. Mhm. In Potsdam war ich ganz neu, ganz jung. Ich hatte ältere Spielerinnen um mich herum und war nicht so einfach. Aber ja, dann nach 4 Jahren Leben in Deutschland war in Frankfurt echt einfacher. Und im Moment bin ich ganz, ganz froh. Kurze Hintergrundinfo vielleicht dazwischen für unsere Zuschauer. Du bist ja Slowenin und bist eben 2016 nach Deutschland gekommen zum Fußballspielen, hast bei Potsdam angefangen und jetzt eben seit 2020 bei Frankfurt. Genau. Jetzt bist du sozusagen angekommen in Deutschland. Nichtsdestotrotz engagierst du dich ja auch ganz viel im slowenischen Verband, gerade auch für die Infrastrukturen, für den Frauenfußball, um da Dinge auch voranzubringen. Und glaube ich, bist du auch so eine Stimme für die slowenische Nationalmannschaft mit ein, zwei anderen vielleicht auch noch und bist da absolut ein Leader-Typ. Du bist auch, glaube ich, die erste Nike-Athletin sogar, die gesponsert wird, auch eine große Errungenschaft, auch so die Erste immer zu sein, gell, und die Vorreiterrolle zu spielen. Nichtsdestotrotz habt ihr auch zuletzt richtig erfolgreich gespielt. Glaube, eine Teamkollegin von dir, die Domenica Tronsch, hat mir erzählt vor eurem Spiel gegen Frankreich, wo ihr 1-0 zwar verloren habt, aber dennoch ein Riesenspiel gemacht habt. Danach wollten die Franzosinnen auch unbedingt mit euch Trikots tauschen, hat sie gesagt. Sag mal ganz kurz, so konkret, was muss ich noch verändern, um die Struktur noch weiter zu verbessern und vielleicht auch, welches Trikot du von Frankreich abgestaubt hast? so wie du sagst, es muss sich noch viel, viel verändern. Es sieht aber gut aus, sind Verbesserungen immer wieder und darauf bin ich froh, aber ja. Der erste große Problem ist Mentalität, glaube ich. Die Frauen sind immer noch nicht in so einer Rolle, wo wir halt uns mehr verdienen konnten, auch nicht nur von Geld her, aber auch von Publizität oder so. Frauenfußball in Slowenien ist noch nicht so groß, deswegen ist es uns schwer, auch das irgendwie zu erwarten, aber ich glaube, langsam machen wir so Schritte nach vorne und manchmal sind wir echt so, können wir nicht mehr so lange warten, aber so ist es halt.
Du kennst ja, die Jugos sind ein bisschen langsamer in so einer Geschichte. Halb Kroatin. Aber ja, so wie gesagt, langsam wird's. Und ja, auf Spiel gegen Frankreich, das war ja war schon sehr schön. Ich glaube, da waren so 15.000 Leute da, war echt eine coole Kulisse. Spiel haben wir leider verloren, aber ja, so ist es halt, wenn du gegen so eine Team spielst. Und ja, danach könnte ich das Trikot mit Wendy Renard tauschen. Sehr schön. Das war, ja, ich glaube, die war, als ich noch ganz jung war, waren wir in Kroatien. Ich glaube, wir haben Weltmeisterschaft geguckt. Und da hat Frankreich gespielt und sie war schon immer so ein Typ, die halt ins Auge gefallen ist. Und wow. Damals habe ich schon gesagt, wow, die ist echt eine mega Spielerin. Und jetzt habe ich einmal gegen die gespielt und habe sofort die Chance genutzt, um Trikot zu tauschen. Und ja, habe mich sehr gefreut. Jetzt hängt es ziemlich hier an der Wand. Ja. Sehr schön. Ja, sehr cool, wenn dann auch so ein bisschen so ein Traum in Erfüllung geht, dass man das Trikot tauschen kann. Ja, neben deinen Einsätzen für den Frauenfußball allgemein müssen wir natürlich auch auf deine Einsätze in Frankfurt zu sprechen kommen, aktuell diese Saison. Und ich habe ein paar Zahlen rausgesucht und die sprechen eigentlich nur für dich. Du bist in jedem Spiel aufgelaufen, standest in jedem Spiel in der Startelf. Du hast 10 Tore in 20 Spielen geschossen, also im Schnitt ja in jedem zweiten Spiel ein Tor. Und mit 8 Assists noch dazu bist du Platz 2 in der Scorerliste hinter Lea Schüller. Also ja, spricht eigentlich alles für dich. Du bist gerade in Topform. Wie würdest du deine Leistung aktuell bewerten? Wie fühlst du dich auf dem Platz? Ja, wie geht's dir? Ja, im Vergleich zur letzten Saison geht's mir super. Ich hatte letzte Saison noch ein bisschen Probleme mit meiner Verletzung und neuem Verein und so. Aber jetzt habe ich mich langsam gefunden und habe Spaß auf dem Platz, habe Spaß mit den Mädels. Das bringt auch ja, so viel, weil wir uns so gut verstehen und wir gerne miteinander spielen. Und deswegen ist der Erfolg auch da. Und ja, es läuft sehr gut. Manchmal hoffe ich mich noch ein bisschen mehr, weil manchmal kann ich nicht alles zeigen, was ich glaube kann. Aber das kommt alles noch. Ich bin positiv so in Mindset und deswegen mache ich mir keine Gedanken. Ja, cool. Du hast ja gerade angesprochen, dass ihr euch so gut versteht und das Verständnis füreinander auch da ist. Ihr habt in der Offensive 43 Tore geschossen, was natürlich auch für ein sehr, sehr hohes Verständnis füreinander spricht. Und euer Trainer lobt immer gerade so das Offensivquintett rund um dich und Laura Freigang, Nicole Anjomi, Shakira Martinez, Reutel, da ist ja auch viel Potenzial auch einfach in eurem Sturm vorhanden. Was ist, würdest du sagen, so das Geheimnis, dass es so gut läuft einfach zwischen euch? So ist es dann gegenseitig, dass ihr euch immer auf ein neues Level auch bringt, dass ihr euch gegenseitig, ja, so ein gesunder Konkurrenzkampf auch vorhanden ist? Ja, sicher, Konkurrenzkampf ist da, aber auch wir pushen uns gegenseitig immer im Training und dann auch im Spiel. Und ich glaube, ich und Laura sind in der Zeit auch in so eine Rolle gekommen, wo wir Führungsspielerinnen ja so eine Rolle annehmen mussten. Ich glaube, das steht uns ganz gut. Wir sind beide so ja so die Spielerinnen, die gerne vorne rangehen und das läuft ganz gut. Wir sind sehr so variabel, was vorne von Spieler einhergeht. Und ich glaube, das ist die Dreier-Stürmerin oder so, ja, passt ganz gut zu uns. Und deswegen glaube ich, sind so viele Tore entstanden, die wir haben. Ja, das wird sicher auch für Samstag wichtig sein, für das Spiel gegen Turbine Potsdam. Da wollen wir jetzt kurz drauf schauen. Potsdam, Platz 3 in der Tabelle, 3 Punkte vor euch. Ihr müsst dieses Spiel also ja gewinnen, wenn ihr den Champions-League-Platz schaffen wollt. Das war ja auch das gesetzte Ziel für Frankfurt diese Saison, anders als bei Potsdam. Wie viel Druck ist denn da vielleicht auch persönlich bei dir und abgesehen natürlich von der Nervosität und so, wie viel Druck verspürst du, wie gehst du in so ein Spiel? Ja, ich kann sagen, dass ich schon letzte Woche sofort nach dem Spiel gegen Leverkusen die Gedanken mir gemacht habe, um das Spiel
jetzt in Potsdam, aber wir haben jetzt eine Woche echt ruhig trainiert, haben uns noch nicht so aufs Spiel fokussiert, deswegen glaube ich, ist die Nervosität ein bisschen rausgekommen. Aber ja, morgen fangen wir wieder an mit dem Training und da glaube ich, wird schon sehr intensiv sein. Da werden viele Interviews auch, viel Media, weil das wird ja das größte Spiel dieses Jahr und so ist es halt immer, wenn es bis zum Ende geht, wenn man um was kämpfen muss, so ist es. Ja, bin mal gespannt, was es kommt, aber ich bin so positiv gespannt und ich weiß, wir können es schaffen und dass wir uns auch das vornehmen können, dass wir das schaffen. Ja, und ja, ich wollte nur sagen, Hinspiel war ja auch sehr verrückt. Also ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel, weil 3-3 ist es ausgegangen. Nach einer Minute und 26 Sekunden schon zwei Tore und auch ein Tor von dir, Ausgleich 1-1. Da hat man übrigens auch wieder gesehen, das schöne Zusammenspiel mit dir und Nicola Njomi, wie sie vorbereitet hat und du perfekt standst und das Tor reingemacht hast. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Spiel. Genau, und du hast ja auch 4 Jahre bei Potsdam gespielt. Also du kennst die Mannschaft wahrscheinlich besser als alle anderen. Jetzt triffst du wieder auf deine alten Kolleginnen, mehr oder weniger noch die meisten. Wie fühlt sich das an? Ist es für dich auch ein bisschen noch besondereres Spiel, als es eh schon ist? Und einfach auch so, weil man so auf seine alten Teamkolleginnen trifft. Und wie viel Kontakt hast du eigentlich noch so zu den ganzen ehemaligen Mitspielerinnen? Das ist ja kein Geheimnis, dass ich zu denen viel Kontakt habe, vor allem mit Sala und Sarah. Die sind ja noch meine Mitspieler in der Nazio. Es ist schon sehr besonders, vor allem in Karli zu spielen. Das Stadion wird voll sein, glaube ich. Genau, Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam ist immer viel Stimmung, genau, wer es nicht weiß. Genau, ich habe auch gehört, dass die ein Fan-Event haben, deswegen wird ganz, ganz gut sein, die Stimmung wird da sein, wird cool sein, da zu spielen, glaube ich, und ich freue mich sehr darauf. Wie gesagt, es ist ein besonderes Spiel und es wird immer ein besonderes Spiel sein, weil ich habe ja 4 Jahre in Potsdam gespielt und der Verein hat mir einfach alles gegeben, dass ich mich so gut entwickeln konnte. Ich kam ja als 17 Jahre dahin und wusste ich damals noch gar nicht, was so Bundesliga-Niveau bedeutet und das habe ich alles da erlebt und deswegen werde ich immer dankbar sein. Zum Abschluss noch eine Frage, was ist dein Tipp? Wie glaubst du, geht's aus? Ist klar, gewinnen wir. Okay, wie viele Tore? Optimistisch. 0-2. Okay, dann auf jeden Fall viel Erfolg und danke, dass du da warst und wir mit dir quatschen konnten. Vielen Dank, viel Erfolg dir. Danke. Ciao, ciao. Und an alle Zuschauer noch kurz dranbleiben. Wir sehen uns gleich wieder. Eine Sekunde später für die Zuschauer, ein bisschen später für uns und wir sind aber wieder zurück und ich wieder mit Julia Simic, der Expertin an meiner Seite und natürlich aber einer anderen Gästin, denn wir wollen natürlich auch die Turbine Potsdam-Seite zu Wort kommen lassen und deswegen herzlich willkommen Merle Barth. Hi Merle. Hi. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Jetzt ist ja aktuell die Situation so, ihr habt am vergangenen Spieltag, war ja quasi schon Teil 1, der Verteidigung von Platz 3. Ihr habt gegen Hoffenheim gespielt. Jetzt am Samstag steht Teil 2 an, gegen Frankfurt. Wie geht es dir gerade so zwischen diesen zwei wichtigen Spielen? Ja, die Anspannung ist da. Ich glaube, eine kleine Anspannung ist schon nach Hoffenheim gefallen. Aber man kann sagen, es sind gerade einige Endspiele, die so zum Ende der Saison auf uns warten. Wir freuen uns auf Frankfurt. Ich glaube, wir sind in einer ganz guten Ausgangssituation. Und ja, wir wollen das natürlich bestätigen und da stehen bleiben, auch nach dem nächsten Spieltag. Ja, gegen Hoffenheim habt ihr euch ja nach der ziemlich unglücklichen Fehlentscheidung und dem Elfmeter für Hoffenheim dann mit 2 Toren in der Halbzeit 2 wieder zurückgekämpft und habt das Spiel für euch entscheiden können, habt Moral bewiesen, Kampfgeist bewiesen. Und ich finde, das habt ihr in dieser Saison echt schon öfter gemacht, auch beim Hinspiel gegen Frankfurt lagt ihr auch zurück und habt dann noch den 3-3-Ausgleich geschafft. Und ich finde, ihr zeigt immer wieder, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst. Und das finde ich diese Saison schon was Besonderes bei Potsdam.
Erzähl uns mal so ein bisschen, nimm uns mal mit in eure Gedankenwelt, in deine Gedankenwelt, auch mit der Mannschaft. Wo nehmt ihr diesen Kampfgeist her und das immer wieder zurück sich kämpfen? Ja, das stimmt. Also ich würde das auch als echt große Stärke von uns diese Saison bezeichnen, dass wir trotz Rückschläge auch vor allen Dingen in der Hinrunde oft in Rückstand geraten sind, aber irgendwie immer die Moral hatten und den Team-Spirit, um zurückzukommen. Ja, ich glaube, das ist einfach der Glaube an uns selbst, dass wir wissen, wir sind gefährlich, dass wir ja uns Chancen herausspielen können und wir immer gut für ein Tor sind. Also ich glaube, das ist einfach der Glaube an uns als Team, dass wir hinten gut stehen und vorne einfach die Tore machen und gefährlich sind für jeden Gegner. Ja, jetzt hast du ja den Zusammenhalt und den Kampfgeist schon so ein bisschen angesprochen vom Team. Du hast vorher 11 Jahre lang bei Leverkusen gespielt, da haben wir ja auch die eine oder andere Partie noch gegeneinander sogar gespielt, bist jetzt aber seit 2020 in Potsdam. Jetzt wirkt ihr ja auch, in Leverkusen war es ähnlich, da wart ihr auch so ein eingeschworener Haufen. Und ich glaube, in Potsdam ist es schon immer so gewesen, dass man auch viel über den Teamgeist kommen muss. Man trainiert da viel, man ist viel zusammen. Wir haben es gerade schon gesagt, schwierige Einheiten teilweise auch unter der Woche. Glaubst du, das ist auch so ein Erfolgsfaktor, was euch so durch die Saison auch trägt, dieser Zusammenhalt? Ja, ich meine, du hast es ja schon angesprochen hier. Wir trainieren ordentlich, das kann ich bestätigen. Ja, und so werden wir auch irgendwie eingestellt. Der Körper kann alles leisten. Und wir können über unseren Schweinehund, so nenne ich es mal, einfach rübergehen. Und ich glaube, die Athletik und die Fitness, das ist ein großer, großer Pluspunkt, den wir auch diese Saison haben, was oft für Turbine spricht. Und an dem Faden halten wir auch diese Saison fest und wir uns körperlich sehr, sehr fit fühlen diese Saison. Mhm. Ja, und was vielleicht noch ein Punkt ist, also was ich mir zumindest vorstellen könnte, ihr habt ja jetzt nicht das klare Ziel ausgesprochen wie Frankfurt, unbedingt Champions League spielen zu wollen und dementsprechend halt auch vielleicht nicht so einen Druck, könnt ihr dadurch irgendwie auch befreiter spielen, befreiter aufzocken und auch einfach so, ja, der Spaß steht mehr im Vordergrund und deswegen könnt ihr halt auch so eine krasse Leistung bringen. Ist das auch ein Faktor? Ja, ich glaube, wir haben uns dadurch, dass wir es nicht ausgesprochen haben und dass wir es auch nicht erwartet haben, vor der Saison da oben zu stehen, so ein bisschen Leichtigkeit erarbeitet. Also es muss einfach nicht der dritte Platz sein. Wir haben ihn nicht ausgesprochen, aber natürlich wollen wir ihn gerne. Aber dadurch haben wir uns so ein bisschen, den Druck selber von den Schultern genommen und sind dadurch umso selbstbewusster, aber auch, dass wir es geschafft haben, da zu stehen. Und um mal so ein bisschen weg vom Sportlichen zu gehen, hin zum persönlichen, privaten. Jetzt, ich kenne Potsdam als Stadt ja auch ganz gut, ist eine tolle Stadt. Du hast auch gerade schon gesagt, wie wohl du dich eigentlich fühlst. Viele Seen, tolle Restaurants, Bars, nette Orte, wo man, glaube ich, auch mal gut abschalten kann. Jetzt habe ich unter anderem von deiner ehemaligen Mitspielerin Rebecca Knack, mit der du noch in Leverkusen zusammengespielt hast, erfahren, dass ihr auch damals gerne auch mal zusammen unterwegs wart und auch mal den einen oder anderen Sieg auch gerne mal zusammen gefeiert habt. Da warst du auch immer gerne mit dabei. Wie ist das in Potsdam? Wie wohl fühlst du dich in der Stadt und kann man Siege auch ordentlich in Potsdam feiern? Ja, Potsdam, die Stadt ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das gehört zum Team und auch zum Teamzusammenhalt dazu, dass wir auch Siege feiern, egal ob heim oder auswärts. Also gerne in den Busfahrten auf dem Weg zurück nach Potsdam. Aber auch hier vor Ort hat man schon so eine kleine Stammkneipe, würde ich es mal nennen, wo man sich dann schon mal trifft. Ja, das gehört dazu. Okay, Stammkneipe hast du auf jeden Fall. Du hast ja auch eine Leidenschaft für gutes Essen und gehst auch gerne essen. Gibt es auch schon so Hotspots, die du gefunden hast in Potsdam? Ja, also hier ist echt viele verschiedene Restaurants, viel in die Richtung vietnamesisch, mag ich sehr gerne. Also ich bin sehr offen für gutes Essen, für gute Restaurants und ja. Für alle, die aus Potsdam kommen, sorry, Chi Keng, oder? Gibt es wahrscheinlich auch immer noch, oder? Der ist immer noch zu empfehlen. Ist das schon so eine Institution in Potsdam? Ja. Bei mir, zumindest zu meiner Zeit in Potsdam, war es immer Chi Keng, wenn man essen gehen war, immer dort angelaufen und gutes asiatisches Restaurant. Immer noch, weit oben auf der Liste. Sehr gut. So wird es wahrscheinlich auch für immer sein, solange es den Laden gibt. Wird immer weitergegeben, der Laden. Ja. Also du hast eine Leidenschaft für Essen, aber eben auch für Fußball und ich finde, das sieht man auch sehr auf dem Platz. Diese Saison hast du nur 2 Spiele verpasst. Und in den letzten 10 Spielen hast du immer von Anfang an gespielt, du mischst das Mittelfeld bei Turbine Potsdam auf, du bist aber auch in der Innenverteidigung
eine sichere Bank und super wichtig für das Team. Und mit 165 Spielen in der Frauenbundesliga aktuell bringst du auch einfach super viel Erfahrung mit in das Team. Jetzt ist die Saison ja im Endspurt fast vorbei. Wie blickst du so zurück auf deine persönliche sportliche Saison bisher? Ja, ich habe, ich glaube, wenn man sich das mal genauer anguckt, habe ich zwischendurch mal so einen kleinen Hänger gehabt, wie du gesagt hast, wo ich mal zwei Spiele nicht von Anfang gespielt habe oder auch nur eingewechselt worden bin. Ich glaube, das ist auch normal, dass man zwischendurch mal eine kurze persönliche, schwierige Phase hat, wo man einfach nicht in Höchstleistung ist. Aber ich glaube, dass ich mich da sehr gut wieder rausgekämpft habe und jetzt dann auch wieder die Spielpraxis bekomme, das Vertrauen bekomme und mit der Erfahrung unserem jungen Team ganz viel mitgeben möchte, für Stabilität sorgen will auf dem Platz. Bin jetzt die letzten Spiele vermehrt in der Innenverteidigung, hat man mich gefunden und probiere da viel von hinten raus zu organisieren und hinten stabil zu stehen. Ja, Trainer Nico Arnautis, Trainer Sofian Schaar, Entschuldigung, hat auch gesagt, dass dass er in dir auch eine Führungsspielerin sieht und so ein bisschen auch diese Führungsrolle, diese Leadership-Rolle du dir in dir sieht und das Potenzial darin sieht. Wie nimmst du das gerne an oder wie stehst du dazu? Ja, das nehme ich gerne an. Das ist auch schön, dass es rüberkommt, vor allem bei den Gegnern. Das ist das, was ich mir sehr gerne annehme, wo ich einfach auch die anderen Mädels mit zuholen will, also dass der Spirit auf uns alle übergeht. Da möchte ich mit meiner Erfahrung einfach zu beitragen. Und wie jetzt mit Blick auf das Spiel am Samstag, wie wirst du es da schaffen, dich persönlich und auch für deine Mannschaft, was wird der Schlüssel da zum Erfolg sein? Ja, ich glaube, der Schlüssel ist, wie wir schon gesagt haben, die Leichtigkeit zu behalten, auch wenn es ein großes Spiel ist. Man muss sagen, wir sind in der besseren Ausgangslage, also haben wir eigentlich keinen Druck, sondern Frankfurt muss uns erstmal die Punkte hier aus Potsdam wegschnappen. Und ich glaube, wir stehen im Moment sehr, sehr gut hinten. Wir lassen sehr wenig Gegentore zu und verteidigen als Mannschaft sehr, sehr gut und sind aber auch gefährlich nach vorne. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Null zu halten, so lange wie möglich, am liebsten über 90 Minuten kein Gegentor zu bekommen. Und alles andere wird sich dann zeigen. Und wir haben ja auch gehört, auch vorhin schon von Lara Praschnika, dass auch ein Fan-Event am Wochenende drum das Spiel herum sein wird. Wie wichtig sind die Fans? In Potsdam ja auch eine große Institution. Ja, in Potsdam wirklich sehr viel wert und super. Also auch einmalig, muss man ehrlich sagen, im deutschen Fußball. Und es soll einiges los sein. Wie gesagt, das ist ja unser letztes Heimspiel, also wird ein kleines Fest draus gemacht. Nach dem Spiel findet auch noch so eine kleine Autogrammstunde statt. Und das ist natürlich schöner, mit einem guten Ergebnis da reinzugehen und eine gute Stimmung auch für das Fest danach zu haben. Ja, und dann natürlich sicher auch schön für die Fans, so nah an euch dran sein zu können und euch danach noch treffen zu können und so. Wir haben Lara auch schon gefragt, wie ist dein Tipp? 2-0. Lara hat genau das Gleiche gesagt, bloß andersrum. Genau, nur 0-2 quasi. Ja, wir werden sehen. Es wird spannend. Wird spannend, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, werde es gespannt verfolgen und wünsche natürlich auf beiden Seiten viel Erfolg und vor allem verletzungsfreies Spiel. Dankeschön. Das ist das Wichtigste. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.